Hey ho! Für mich heute das zweite Video, was ich heute drehe, weil ich Zeit und vor allen Dingen Lust habe. Für euch kommt das ja hier ein bisschen nach meinem Aufgebraucht-Video. Das war das letzte, wo ich genauso aussah wie jetzt. Vielleicht nicht so ganz verbraucht. Das Licht war im letzten Video ein bisschen besser. Es liegt daran, dass aktuell es hier schüttet und stürmt wie, weiß ich nicht. Scheinbar ist der Herbst jetzt relativ schnell hier angekommen und spontan. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir vor gar nicht allzu langer Zeit, 2 Tagen, 30 Grad plus hatten. Ja, scheinbar haben wir jetzt 30 Liter plus, so wie das hier aussieht. Ich gucke hier in den Spiegel, weil da gucke ich aus dem Fenster. Also ihr seht es ja hier auch so ein bisschen. Das sieht noch grauer aus, als das jetzt ist. Das ist hier wieder unser Heiligenschein, der das alles ein bisschen verfälscht. Den kennen wir ja mittlerweile, wa? Heute soll es auf jeden Fall um ein paar neue Dinge in meiner Sammlung gehen, die ich selbst gekauft habe, aber auch von netten Menschen geschenkt bekommen habe. Ganz netten Menschen. Sonst ist es ja eigentlich in letzter Zeit relativ, ich sag mal, lippenlastig gewesen. Heute ist es sehr palettenlastig. Ja. Ich würde sagen, wir starten. Ich bin wieder bestückt mit Tee. Wie im letzten Video. Ich habe zwischendurch mal eine kleine Pause gemacht. Wir haben heute aktuell Sonntag. Ich bin zu Hause und nicht auf der Flucht. Ja, man kann auch mal ein Päuschen machen. Ich würde sagen, wir starten tatsächlich mit den Lippensachen. Die sind relativ fix abgefrühstückt. Krempeln wir mal die Ärmel hoch. Nummer 1, was ist das jetzt hier? Können wir mal... ich weiß nicht. Also meine Haare... Egal, soll es nicht drum gehen. Wir nehmen das so, wie es kommt. Mein 4. von den L'Oreal... Le Chocolat. Dunkel, Achtung. Die 856 70% Yum. Ich habe hier so einen Berg vor mir. Ich mache das mal ein bisschen auseinander, sonst reiße ich hier mit meinen Künsten noch etwas um. Dunkel, aber sehr geil. Wieder der gleiche Kakaogeruch mit Marshmallows. Das ist der hier. Trotz bescheidenen Lichts, ich habe gemerkt, ich habe ja das Beauty Light, ne? Und das kann man ja dimmen oder heller stellen. Und ich habe gemerkt, dass ich das gar nicht auf volle Möhre hatte die ganze Zeit. Ich habe das jetzt mal wieder hochgestellt. Das ist 70% Yum. Vom Geruch würde ich da 100% Yum draufschreiben. Das ist der. Und ein Maybelline Superstay Matte Ink in der 70 Amazonian. Da. Auch braun, aber nicht so dunkel. Da. Also ein bisschen wärmeres Braun. Aber auf jeden Fall alltagstauglich, hatte ich in der Schule schon drauf. Habe ich von den Schülern, also den hier, ne? Den noch nicht. Den hier hatte ich in der Schule schon drauf, habe ich von den Schülern auch Kompliment dafür bekommen. Tatsächlich, guckst dir an. Ich mache die direkt wieder runter. Ich habe meine ganzen Maybelline Matte Inks mal, also manchmal sitzt man ja auch hier und möchte sich alleine mal mit schönen Dingen beschäftigen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, guckst du dir mal alle deine Matte Inks an und habe die hier auf meinem Unterarm alle geswatcht. Ja. Die grobe Farbe ging wieder runter. Aber die haben meinen kompletten Unterarm verfärbt. Das war nicht so witzig. Und ich habe hier aktuell die Nivea Micellar Air Skin Breath Expert Wasserfest. Damit ging die nicht runter, mit meinen Öli-Tüchern ging nicht runter. Also diese letzten Reste gingen damit nicht ab. Das, was dann am Ende geholfen hat, war unter der Dusche ein Peel. Damit ging es dann rückstandslos wieder runter. Es gibt ja jetzt auch von Maybelline... wie heißt der, Matte Ink Eraser, damit man die wieder runterkriegt. Ich habe den mal geswatcht, da war ein Tester. Es fühlte sich für mich wie ein stinknormaler Lippenbalsam an. Also jetzt, ich habe da jetzt Magic erwartet, aber es fühlte sich vom Swatch her, und ich bin dann auch mal mit dem Finger drüber gegangen, wie ein stinknormaler Lippenbalsam an. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Kann man ja mal testen.
wenn man das drauf hat, mit dem Lippenbalsam. Was ich ganz gerne mache, weil ich nach solchen matten Liquid Lipsticks peele ich sowieso abends meine Lippen. Und damit gehe ich dann einfach von vornherein drüber und dann sowieso mit meinem Gesichtsöl, womit ich mein Make-up runternehme, dann funktioniert das genauso gut. Also das ist, ich finde, das kann man sich sparen, das Geld. Ansonsten nimmt man ein bisschen Olivenöl oder Kokosöl. Was man in der Küche halt stehen hat. Rapsöl, keine Ahnung. So, das waren schon die Lippengeschichten. Dann mache ich mal so ein bisschen nix mit Make-up. Gefunden im DM direkt neben der Kasse für 1 Euro. Garnier Skin Active Hydro Bomb Protect. Schützendes Feuchtigkeitsspray. Auch auf Make-up. Ich habe das einmal getestet, weil als das rauskam, haben das ja auch, glaube ich, ganz, ganz viele zur Make-up-Fixierung genommen. Also entweder habe ich das falsch gemacht, da kommt ein feiner Sprühnebel raus. Ja, aber ich besitze in meinem Gesicht feine Härchen und ich habe tatsächlich auch Augenbrauenhärchen. Und auf diese Härchen hat sich das draufgelegt, bist du so wie Morgentau. So Morgentau im Spinnennetz. Kennt ihr das? So müsst ihr euch das vorstellen. So war das auf meinen ganzen feinen Gesichtshärchen und auf meinen Augenbrauen. Da habe ich gedacht, naja gut, ne? Das geht ja noch weg. Und dann bin ich hier so rumgelaufen durch die Bude und gucke eine halbe Stunde später in den Spiegel. Ja, da war immer noch Morgentau im Spinnennetz auf dem ganzen Gesicht. Nein, es ist nicht eingezogen. Ich musste dann einmal mein komplettes Gesicht sozusagen abtupfen, damit dieser Morgentau verschwindet. Ich verstehe das nicht. Habt ihr das Zeug? Ist das bei euch auch so? Hattet das einen Grund, warum das für 1 Euro rausfliegt? Keine Ahnung, ich werde es weiterhin testen. Ich glänze ein bisschen. Tatsächlich. Also das ist kein gewollter Glow von mir. Hm? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das jetzt schon findet. Weil ich finde, das ist schon zu viel. Aber es ist ja meistens so, dass das eigene Empfinden komplett anders ist, als andere Leute einen dann sehen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr diesen Glow jetzt... Glow klingt einfach netter als Ölfilm, wa? Ölfilm klingt halt kacke. Diesen Glow, wie ihr den findet. Ich weiß nicht. Für mich ist das... Naja. Ich habe nämlich heute was von meiner Kosmetikerin getestet. Ich kann es ja mal kurz in die Kamera halten. Sie hat mir nämlich mal zum Testen mitgegeben, weil wir ja auch hier, ne, Anti-Pickel-Öl, bla bla, von Mary Kay. Das ist ja dieses Tupperware für Make-up, ne? Glaube ich jedenfalls. Einmal den, wo ist es denn hier? Foundation Primer mit SPF 15 und einmal die Matte Wear Liquid Foundation. Und sagt mir auch mal, wie ihr das von der Farbe her bitte findet. Ich finde die zu gelb. Die ist nämlich ganz schön gelb. Das sieht man speziell im Auftrag. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu dem Glow und zu der Farbe so sagt. Habe ich zum Testen mitbekommen, ich muss ja irgendwas zu sagen. Das ist hier... Das schüttet wie aus Putzeimern hier, Freunde. Echt so ein Wettertee ab auf der Couch und dann, keine Ahnung, YouTube oder Netflix. Oder normales Fernsehen. Weiß nicht, was da so läuft. Naja, auf jeden Fall, ja. Wir schweifen ab. Den habe ich mir gekauft. Von Essence You Better Work Gym Proof Primer Sweat Proof SPF 20 Instant Blur Effekt. Hast schon ganz viele drüber reden gehört. Ich habe den bisher einmal ausgetestet, da war er okay. Ich erwarte nicht von dem, dass der mich mattiert. Ich erwarte von dem, dass der sweatproof ist. Nein. Glaube ich nicht. Kann ich ja mal ausprobieren beim Sport. Ja, ich erwarte von dem, dass der mein Make-up gut hält. Das erwarte ich von dem. Aber wie gesagt, einmal ausgetestet kann ich jetzt noch nicht. Jetzt regnet es gegen die Scheibe. Aber ich finde, bei so einem Wetter kann man sich auch mal ganz gemütlich mit Freunden zusammensetzen und über schöne Dinge sprechen. So, den habe ich mir gekauft. Wie gesagt, einmal habe ich ihn getestet. Ich werde ihn weiterhin testen. Das ist jetzt mein dritter Primer.
Naja. Ja. So. So viel dazu. Dann habe ich... Ich mache das hier jetzt hin und her, ja. Es tut mir sehr leid. Ich bin ein bisschen verwirrt. Habe ich gesehen. Hashtag B Routine. How fresh and clean. B Routine. How fresh and clean. Wow Waschgel. Intense Deep Cleanser. Stand unten drunter... Online-Exclusive. Es kann sein, dass es jetzt aktuell bei manchen DMs steht und dann halt nur noch online ist. Werde ich mal ausprobieren, wenn mein aktuelles Gesichtswaschzeug leer ist. Wie riecht das? Mit Bambusextrakt und milden Zuckertensiden. Haben wir Meliswasser beruhigt gleichzeitig. Mal schnuppern. Hab ich noch gar nicht gemacht. Ja, riecht ganz okay. Ich kann gar nicht sagen, nach was. Aber auf jeden Fall so ein bisschen, das irritiert mich jetzt gerade. Ein bisschen blumig, pflanzlich, so bambusmäßig. So. Genau, dann, ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu laut. Es tut mir echt extrem leid. Es ist hier... Ich gehe mal ganz schnell die Fenster zu machen. Oh, ganz sorry, sorry, sorry. Sorry. Hier bin ich wieder. Die Überschwemmung im Schlafzimmer mache ich später weg. Wir wohnen hier auf dem Berg. Und bei solchen Regengüssen mit Wind regnet uns das tatsächlich auch in gekippte Fenster rein. Und zwar nicht zu wenig. Und auf dieser, also auf der Seite unserer Wohnung liegt noch Bad und Schlafzimmer und da waren die Fenster noch gekippt. Ja, im Schlafzimmer ist ein bisschen nass. Das machen wir später. Sorry. Aber ja, das ist mir jetzt gerade siebenheiß eingefallen. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe mir noch gekauft von Trend It Up das Enriching Sea Salt Peeling. Das ist, also hier unten haben wir das Salz und hier oben haben wir Öle und zwar Avocadoöl, Baumwollöl, Mandelöl und Macadamia-Nussöl. Hab ich bei mehreren jetzt schon gesehen, als das neue Sortiment rauskam. Und bisher haben einige schon gesagt, das soll so sehr gut sein. Und dann dachte ich, komm, ich hatte auch noch nie ein Handpeeling. Also ich meine, gut, man kann ja auch sein Körperpeeling für die Hände nehmen. Das ist ja, oder Gesichtspeeling auch für die Hände. Peelen ist ja wurscht. Das sieht witzig aus hier mit diesen Blubbelbläschen. Das sind Blubbelbläschen und Körnchen, die da rumschwimmen. Ja, bin ich mal gespannt. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Und ich habe mir eine neue Handcreme gekauft, und zwar von Barningen. Wenn ihr meinen Aufgebraucht gesehen habt, da hatte ich ja die Duschcreme leer gemacht. Und ich finde das richtig gut, auch pflegend. Und dann dachte ich, naja, dann wird ja die Handcreme auch pflegend sein. Das ist die Lyca Nutritive Handcreme mit Gänseblümchen und 7% schützender Cold Cream. Ohne Parabene und Silikone, mit Gänseblümchen. Es tut mir leid, das Licht ist echt gerade echt ein bisschen... Aber ihr seid dabei, hier geht gerade echt die Welt unter. Das ist ja jetzt auch nicht das Optimale für so Natur, ne? Wie will die denn die Massen an Wasser jetzt gescheit aufnehmen? Nicht mitgedacht. So, das waren die nicht so spannenden Dinge. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich mir selbst gekauft habe. Aktuell ganz neu von Catrice, die neue LE, die Bam Brow LE, habe ich mir den Brow Pro Pen in der C04 Light Taupe gekauft. Erstmal. Da gibt es 6 verschiedene Farben, glaube ich.
5 oder 6. Also es ist einiges dabei. Ein Testerproof habe, wäre echt schön, weil ich bin jetzt anhand der Verpackung und des Namens gegangen. Weil ich wollte jetzt auch nicht alle aufmachen, ja? Und ich dachte, Light Taupe, das ist ja immer so ein bisschen aschiger, ne? Und der Stift an sich sieht auch aschig aus. Auf der einen Seite haben wir hier diese kleine, das sind ja diese Oval Brushes, also diese Schuhzahnbürsten. Und auf der anderen Seite haben wir den rausdrehbaren Stift. Und ihr seht, ich habe den benutzt. Seht ihr? So. Und der ist strack. Länglich strack, wie so ein Strich. Und das ist die Farbe. Und ich habe den aktuell drauf. Und ich finde den gut. Ich habe den... Also ich habe jetzt immer noch aktuell so ein bisschen das Problem, dass ich vorne die Farbe anpassen muss. Es wird besser, aber ich muss ja trotzdem immer noch sehen, so, das sieht man auch ganz leicht. Und das passt aber von der Farbe her ganz gut. Wenn ihr die kauft, passt auf, die sind super cremig. Ich habe beim ersten Mal relativ, so wie man ich hier den benutze, so ein bisschen gedrückt. Hätte schon ein Edding nehmen können. Also aufpassen. Was aber ist, man kann das trotzdem mit diesem, ich habe gedacht, also ich habe damit, weiß ich nicht, putze ich mir die Augenbrauen mit dieser Bürste. Es geht. Und was man damit aber super gut machen kann, man kann das Produkt echt aussoften. Also da, wo ich zu fest drauf gegangen bin, das konnte ich trotzdem noch dann in die anderen Härchen verstreichen. Ich finde den gut. Und ich gucke dann mal, vielleicht sind die dann, wenn die LE rausgeht bei Catrice, bei Rossmann im Gabelkörbchen oder so. Ja, finde ich gut. Wie lange man über so einen Augenbrauenstift reden kann. Mir pfeift auch gerade der Wind durch. Ah, Jesus. So, dann habe ich mir selbst gekauft. Noch 4 Dinge. 3 aus der gleichen LE. Und zwar ist es die Fall Back to Nature LE von Essence. Ja, Packaging, I'm sorry, aber wunderschön. Ich finde das, also das ist die Lidschattenpalette und das ist die Blush- und Highlighter-Palette. Super tolles Packaging und ich zeige es auch gerade, ich habe mir davon auch die Mascara gekauft. Zu der Mascara komme ich gleich. Fangen wir mal mit der Lidschattenpalette an, hat die noch einen Namen. I love Fall most of all. So sieht die aus, wenn man die öffnet. Die hat, wenn man so will, 5 Farben. Einmal schimmernd, einmal matt. Hello Autumn. Ne? Einmal Cheeky Chestnut in schimmernd und matt. Einmal Almond Joy in schimmernd und matt. Einmal Get Mossy, die kann ich mir schon merken, in schimmernd und matt. Einmal Why Not Walnut in schimmernd und matt. Und einmal Ulala Honey Pot in schimmernd und matt. Ich swatche und ich habe mir von Rossmann oder Isana oder wie auch immer diese, die haben doch gar kein Gewitter gemeldet. Was ist denn jetzt hier los? Hier pfeift der Wind, es ist wie im Horrorfilm. Katze, komm zu mir, lass mich nicht alleine. Ihr seid ja bei mir, mehr oder weniger. Zum Swatches entfernen. Ich will nämlich jetzt, also bei denen... Die werden wir gleich noch mal sehen. Bei denen will ich mal alles watchen. Komm. Ich fange mit den Schimmernden an. Mein Freund ist auch gerade nicht da. Das sind die ersten 4. Also dieses Almond Joy, das ist so hell. Das sieht man auf meiner Hautfarbe gar nicht. Schluckt. Oh, das geht doch ganz gut. Und vor allen Dingen kann ich dann, weil mit diesen Öltüchern, das Öl will ich mir nicht unbedingt in meine Hose schmieren. Immer. Das ist jetzt noch der schimmernde Ulala Honey Pot und hier fange ich jetzt mit den Matten an. Ich will die Matten immer mal zu den passenden schimmernden machen. Damit man das so ein bisschen... Hallo Katze! Du denkst dir auch, was ist hier los?
Meine Swatches, es tut mir sehr leid. Ja, zwei Farben haben wir noch. Piep. So. Das sind die Farben. Ich finde, der Schimmer ist bei einigen Farben dezenter als bei anderen. Das kann man auch gut sehen. Der meisten Bums hat Get Mossy, das Grün, in Sachen Schimmer. Bei den anderen ist der dezenter. Alles in allem, Pigmentierung finde ich super. Ich habe die auch schon getestet. Pigmentierung finde ich super. Die sind super zu verarbeiten. Also mit denen kann man echt super gut arbeiten. Und was ich hier dran schön finde, ich kann warme Looks machen. Ich kann aber auch kühle Looks machen. Hört ihr mich überhaupt noch? Muss ich jetzt ein bisschen lauter reden? Ja, also ich kann auf jeden Fall kühlere Looks machen. Ich kann aber auch was Wärmeres schminken. Also finde ich sehr, sehr schön. Und von der Pigmentierung her sind die auch echt super. Und was ich auch schön finde, die Grüntöne, ich sag mal, die sind anfängerfreundliche Grüntöne. Ja, also Essence ist ja, glaube ich, auch eher so ein bisschen gerichtet an Jüngere, die vielleicht mit Make-up anfangen oder so. Und da finde ich es halt auch, also die anderen haben schon mehr Bums als das Grün auf jeden Fall. Aber es ist ein anfängerfreundliches Grün, vielleicht auch geeignet für Leute, die sich an Grün mal rantrauen wollen. Das ist halt noch nicht pigmentiert wie ein Lorac-Lidschatten. So. Aber sehr, sehr schön. Freue ich mich sehr, sehr drüber. Das ist ja jetzt hier echt der Super-GAU. Ich hoffe, das tut mir echt leid. Ich hoffe wirklich, man versteht mich noch. So, jetzt kommen wir zur Blush- und Highlighter-Palette. Wenn man die öffnet, sieht die so aus. Hätte man mich vorher gefragt, hätte ich das Ding Blush- und Lidschattenpalette genannt. Definitiv nicht Highlighter. Also ich werde keinen von diesen jemals als Highlighter benutzen. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Die sind nämlich true to color. Genau, bei den Blushes, ich fand das extrem interessant, dass auch diese gelblichen, orangenen Töne mal hier drin sind, die übrigens bei der lieben Frau Unfug vom Kanal Unfug-Rundfunk mega geil aussehen. Das werde ich mal testen, wie das an mir aussieht. Aber ich sag mal hier, da, das ist schon, aber das und das, das sind no, also das kann ich tragen, ja. Bei denen bin ich echt mal gespannt. Wie gesagt, als Highlighter, nein, ich habe die schon als Lidschattenpalette benutzt, als Lidschatten benutzt und das funktioniert mega gut. Aber als Highlighter würde ich die, als Blushtopper oder als Schimmerblush, ja, aber ich glaube nicht als Highlighter. Ich swatch mal. Ich fange mal mit den Highlightern an, warum nicht, ne? Das ist ja so. Das sind die ersten vier Highlight-Farben. Liebes Essence-Team. Nein. Und auch hier mache ich wieder die matten unter die passenden schimmernden. Das ist jetzt noch der letzte Highlighter. Und da fangen wir jetzt mit den matten Blushes an. Habe ich eigentlich schon die Namen gesagt? Das sage ich gleich. Ich trottel. Ich mache das gerade mal fertig. Könnt ihr auch noch ein bisschen den Regen, falls ihr das, ich denke mal, ihr werdet das hören. Könnt ihr noch ein bisschen den Regen genießen. Und das Pfeifen des Windes, falls ihr das auch hört. So. Wir haben hier Say Yes to Maroon, der Highlighter der Blush. Mrs. Maple, Highlighter Blush. Pretty for Mr. Apple. Little Pumpkin und Grab a Grape. Und wie gesagt,
ich finde, bei den Highlightern ist halt, ich sag mal, die Gefahr, was heißt Gefahr bei Sachen, die man sich wieder abwaschen kann, aber die Gefahr sehr groß, dass die halt Farbe abgeben. Und dann hast du hier einen Balken in der Farbe. Am besten on the nose. Nasenhighlight, hier mit dem. Mache ich nicht. Als Lidschatten sind die super. Als Blushtopper kann ich mir die echt gut vorstellen zum passenden Blush. Oder man kann da ja auch mixen und matchen, wie man Bock hat. Man kann ja auch hier den matten Blush nehmen und dann hier das drüber geben. Da sind einem ja keine Grenzen gesetzt. Von mir aus kann, also, wenn ihr das als Highlight tragen wollt, tragt es als Highlight. Aber ich werde das nicht als Highlight tragen. Ich nicht. Aber da kann ja jeder machen, wie er es möchte und wie er es für schön findet. Und solange er sich damit wohlfühlt und da den Look rockt, go for it. Aber ich. Hier oben, der sieht extrem wet aus gerade. Ja, das ist die Highlighter- und Blush-Palette. Aber das ist sowieso. Also, wie gesagt, ist meine Meinung, was ich damit machen werde und was nicht. Falls ihr die als Highlighter rockt. Was ich euch nur sagen kann, als Lidschatten funktionieren die super. Die sind ein bisschen teurer, die hat jetzt 10 € gekostet. Essence geht mal ein bisschen höher vom Preis her. Hier nochmal einen Größenvergleich. Ja, Gewitter! Gewitter! Größenvergleich. Ich muss nochmal aufstehen, ich muss nochmal kurz die ganzen Stecker ziehen. Das ist doch kacke hier. Ich bin gleich wieder da. Halleluja! Ich hatte noch das Fenster in der Küche vergessen, was auch auf dieser Seite liegt. Ja, ich musste nur kurz, also die, falls euch das interessiert, wenn ich hört gerade weg, wir müssen, wenn Gewitter ist, tatsächlich nur noch die von unseren PCs, die Clipschalter umlegen. Weil bei allem anderen haben wir diese Schalter generell und wenn wir das nicht benutzen, aber bei meinem Laptop, ich benutze den täglich, da stehe ich auch nicht jedes Mal auf und mache das Ding an. Ich hoffe nur, dass wenn der Blitz einschlägt und gleich ist noch das Licht aus. Da muss ich tatsächlich eine Pause machen und muss das schneiden. Ja, Geschätzi. Ja. Ist alles okay? Möchtest du dich zu mir setzen irgendwie? Soll ich dir was holen? Soll ich die Tasche mal holen? Ich stehe nochmal auf. Komm, wir haben Zeit bei dem Wetter. Ich habe ihr mal ihr Täschchen geholt, falls sie Bock hat, legt sie sich. Also kurz, das haben wir gestern gekauft. Weil sie liebt ja solche Taschen. Und da ist ein Loch und da ist ein Dings. Und es hat sie schon gerade geklemmt. Das liebt sie. Damit wir mal unsere Einkaufstaschen wieder für uns haben, weißt du? So war der Plan. So, komm. Und dann kannst du auch die Tasche kannst du durch die Gegend tragen. Ja. Die Katze ist nicht ganz knusprig. Kaum gehst du ins Wohnzimmer, steht die vor der Balkontür. Können wir raus? Können wir raus? Nein, das ist kein Dach. Ich kann es bestimmt nicht raus. Letztes aus der LE. Es tut mir echt, das ist echt Chaos hier gerade. Aber that's me. Ne? Chaos ist mein zweiter Vorname. Die Mascara habe ich mir noch mitgenommen. Die Eye Love Extreme, ich wollte die sowieso testen, weil sie dir jetzt einen Braun rausgebracht haben. Heißt die noch? Wie heißt die? Stay Natural. Braune Mascara für mega extremes und crazy Volumen. Intensives Braun. Und dann heißt sie Stay Natural. Ich sage euch schon was dazu, ich habe die getestet. Also auf jeden Fall wollte ich die sowieso testen, die braune. Jetzt haben sie die mit dem schönen Design. Dachte ich, komm, hast du eine Mascara mit schönem Design.
Das ist ja die mit diesem Megabürstchen, ne? So groß wie mein Auge. Ein bisschen größer, wenn es geht. Was ich unterschreibe, ist mega extremes und crazy Volumen. Was ich nicht unterschreibe, ist stay natural. Der Sinn hinter brauner Mascara, so wie ich das verstanden habe, ist ja manchmal, dass schwarze Mascara schon hart ist. Und wenn man das ein bisschen natürlicher möchte, nimmt man braune Mascara. Aber nicht diese. Die ist vom Effekt, was die mit meinen Wimpern macht, definitiv auf einem Level wie die. Die Mega Volume Miss Baby Roll. Definitiv. Ich habe die letztens benutzt, weil ich dachte, komm, so eine natürliche braune, so ganz dezent. Und dann habe ich die drauf gemacht und habe ich gedacht, jo. Also da kann die noch so braun sein, wie die will. Ne? Natürlich ist das nicht mehr bei meinen Wimpern. Nein. Nein. Aber sie ist schön. Aber dann kann ich es auch in schwarz nehmen. Ganz ehrlich. Und ich finde, dass die braun ist, sieht man auch gar nicht so extrem. Also dieser Unterschied zwischen braun und schwarz ist da nicht so extrem. Aber wie gesagt, das Braun mal ausgeklammert, das, was die macht, das kann... Wurscht. So viel zur Mascara, aber trotzdem mag ich sie. Heute habe ich übrigens, ich habe mich getraut, die P2 Shooting Star habe ich benutzt. Und ich hatte ja echt Schiss, weil, guckt euch mal das Bürstchen an, wie das hier aussieht. Dann hat mir aber jemand ganz liebes drunter geschrieben, nee, das ist so, dat, aber keine Panik auf der Titanic, das wird. Trau dich. Und dann habe ich gedacht, alles klar. Und sie hatte recht. Schönes Ergebnis. Schön. Gefällt mir. Ja, ja. Und bisher schmiert sie auch nirgendwo hin, wo sie nicht hingehört. Gut. Letzte Sache, die ich mir selbst gekauft habe. Trommelwirbel. Achtung. Hype, 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 Hype. Der Bäcker mit Hatice Schmidt Passport to Glow Shimmering Skin Perfector in Berlin Girl Glow. Ich gucke Hatice Schmidt unheimlich gerne und bisher hat mich noch kein Bäcker Highlighter so interessiert, dass ich gesagt hätte, ich kaufe mir den. Ich habe ja hier Probegröße Opel und dann hier die zwei. Ne? Die waren aber immer mal irgendwo dabei, das sieht man ja. Aber noch nie hat mich eine Farbe so interessiert, dass ich gesagt habe, jo, den kaufst du dir. Bis auf den. Zum einen gucke ich sie gerne und ich unterstütze sie dann auch ganz gerne. Und zum anderen hat sie den auch gezeigt. Und der Glow hat mir extrem gut gefallen. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt durch diesen natürlichen Glow noch erkennt. Aber ich habe den auch drauf. Also hier. Nicht sonst überall, wo ich glitzer und flitzer. Der kommt hier nochmal mit diesem Blättchen und dann sieht er so aus. Und ihr seht, ich habe den schon benutzt. Und der macht halt einfach einen super schönen Glow, wie ich finde. Da. Ich finde ihn einfach mega schön. Und er geht auch für meinen Hauttypen, ist nicht zu dunkel. Ich finde ihn super schön. Und deswegen habe ich ihn mir gekauft. Und ich war da im... Ich wollte den eigentlich online bestellen, aber online, irgendwie war das doch so, um 10 Uhr wird er released und ich war um kurz nach 10, da hatte ich kurz Pause, hab ich gedacht, guckste, da war der schon komplett ausverkauft, dachte ich, aha. Aber irgendwie konnte man den auch vor 10 scheinbar schon bestellen. Und dann wollte ich mir den, habe ich geguckt, ist der hier in der Nähe in der Filiale verfügbar? Ja, habe ich dann auf Reservieren gedrückt und dann kriegt man normalerweise nochmal Bestätigung von dem Laden. Da kam aber die ganze Zeit nichts. Dann habe ich gedacht, naja gut, nach der Schule bin ich trotzdem hingefahren, weil von der Douglas-Seite her wurde mir ja gesagt, ja, ja, es reserviert, gar kein Problem, bin ich da hingefahren. Bin da hin, habe ich gesagt, hier, so und so, habe ich mal, ja, haben Sie keine Bestätigungsmail bekommen? Ich so, von Ihnen noch nicht? Nein. Ja, wir reservieren die nicht. Ich so, wie? Sagte, ja, ja, keine Panik, wir haben noch welche, aber... Als wir heute Morgen den Laden aufgemacht haben, standen 80 Frauen vor dem Laden und wollten diesen Highlighter haben. Nur bei der Eröffnung, ne? Vom Douglas-Laden. Das ist ja Apple-iPhone-Status. Und dann hat sie mit mir dahin und hat mir den Karton gezeigt. Das war ein Riesenkarton.
Riesenkarton. Und ich meine, die Verpackung, das ist keine Riesenverpackung, ne? Aber es war ein Riesenkarton, sagt sie. Der war heute Morgen voll. Und jetzt gucken Sie mal, wie viele noch drin sind. Und da war gerade noch so auf dem Boden so eine Schicht. So, gelagert. Eine Schicht. Dann fragt die mich so, sagen Sie mal, wo haben Sie denn, wie sind Sie denn auf den aufmerksam geworden? Habe ich gesagt, der ist mit einer, in Kooperation mit einer YouTuberin entstanden, durch YouTube. Ach so, das erklärt einiges. Sehr, sehr witzig, ja. Aber ich finde ihn sehr, sehr schön. Und ja, also wie gesagt, von den normalen Bäcker-Highlightern interessiert mich keiner. Das war das, was ich mir selbst gekauft habe. Jetzt kommen wir zu Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Nee, Quatsch, ich habe ja noch eine Sache, die liegt die ganze Zeit vor mir. Das ist echt, ich trinke lieber nochmal einen Schluck, vielleicht wird dann alles hier ein bisschen besser durchblutet und ich laber nicht mehr so wirr. Das war es jetzt übrigens schon wieder mit dem Gewitter, scheinbar. Cosnova LE von Love, the choice is all yours. Die Eyeshadow-Palette habe ich mir gekauft. Ich mir gegönnt. Bin schon die ganze Zeit drumherum geschlendert und habe immer geswatcht und dachte mir, oh, die ist schon schön. Ja, und dann war ich letztens im DM und habe dann nochmal geswatcht und gucke und dann war es die letzte. Dann habe ich gedacht, gut, ich habe auch hier, ich hebe immer die Plättchen auf, die da drin liegen. Ist ein Tick von mir. Ich zeige dir, die habe ich auch schon benutzt. Ich habe alle Farben schon geswatcht. Hier werde ich jetzt nicht alle Farben swatchen. Sonst sitzt mir hier übermorgen tatsächlich noch. Die sieht so aus. Das ist die... Kann man das knicken? Ja. Das ist die mit den ganzen Damennamen. Damennamen. Und was ich an der so schön fand, man kann warme Looks damit schminken, man kann aber auch kühle Looks damit schminken. Man kann ordentlich reinknallen, man kann aber auch dezent natürlich damit was machen. Ich finde, das ist so, da hat man von allem so ein bisschen was. Und das fand ich ganz schön. Ich swatch davon jetzt mal ein paar Farben. Ach so, übrigens, da heißt eine Farbe so wie ich. Da, Michelle. Falls ihr es nicht wisst, das ist mein eigentlich. Ich heiße nicht, ne? Michelle. Und da ist Naomi. Wenn da noch ein I drin wäre, dann wäre das unsere Katze. Ja. Ich swatch mal ein paar Farben. Ich swatche mal, falls ihr mir auf Instagram folgt, da habe ich ein Face of the Day gepostet, ich glaube mein erstes. Da habe ich benutzt Carrie und Stephanie. Die beiden. Dann swatche ich mal Roxanne. Und Emma. Nee, Lucy. Lucy. Die swatche ich mal. Und also die sind butterweich, krümeln beim Swatchen ein bisschen. Wenn man da jetzt, ich sag mal, mit dem Pinsel da jetzt nicht reingehen und die verwohlwurschtelt, dann geht das. Hier, das sind jetzt schimmernde. Und da gibt es Töne, ihr seht es oben. Das hier oben, der oberste, das hier ist Lucy, der euch blendet. Da gibt es Töne, die schimmern, haben mehr Schimmer, mehr Bums. Und da gibt es Töne, die sind so ein bisschen... dezenter im Schimmer. Dann mache ich mal ein paar Matte. Das funktioniert hier optimal. Ich glaube, das mache ich jetzt bei sowas immer. Dann swatchen wir mal Betty, Mila, Eleanor und Linda. Das ist der dunkelste. Und wie gesagt, also ich habe die, wie gesagt, schon getestet und habe damit schon ein bisschen rumgespielt und sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was ist das hier? Mach das weg. So, und jetzt natürlich werde ich noch in die Knaller reingehen. Wenn man die so hinhält, ist das hier Meryl und Margaret. Und jetzt muss ich gucken. Rebecca. Das sind so,
ich will jetzt nicht sagen gepresste Pigmente, aber die gehen so ein bisschen in diese Richtung wie diese Knaller von Huda Beauty in den Paletten. Wisst ihr, wie ich meine? Machen wir mal Rebecca. Margaret. Und Meryl. Bei Meryl kann ich euch jetzt schon sagen, zieht euch eine Sonnenbrille auf. Wenn euch hier oben Lucy noch nicht geblendet hat, zieht euch jetzt eine Sonnenbrille auf. Wir fangen mal mit Rebecca an. Margaret. Und Meryl. Das hier ist Rebecca, das ist Margaret, das ist so ein Lila mit so einem rotbraunen Schimmer und das ist Meryl. Ne? Und der ist deckend. Rebecca hat noch eine kleine Schwester. Die mache ich mal dazu. Rebecca, oh Gott, die sind so butterweich. Money. Hier der, das ist Emma. Rebecca hat ja so einen pinken Duochrom, heißt das Duochrom, keine Ahnung. Und Rebecca ist ein bisschen, ich sag mal, gröber. Und das hier ist die kleine Schwester, das ist Emma. Die ist vom Prinzip her das gleiche, nur feiner. Also Rebecca ist von der Konsistenz her so wie Margaret und Lucy, Meryl, dieses, ja, es fühlt sich an wie gepresstes Pigment so in diese Richtung. Und Emma ist halt feiner im Fännchen, wenn ihr versteht. Ja, aber das sind mal so ein paar Eindrücke von der Palette. Und dann haben wir haben da auch Farben. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele. Ja, also auf jeden Fall Naomi, Frieda, komm, dann machen wir noch ein bisschen was. Serena auch. Die sind auch schimmernd, aber noch feiner als die hier. Mal gucken, mach mal die hier. Gott, das ist echt da. Also sie sehen auch im Fännchen feiner aus als hier die beiden. Aber super schön. Alle durch die Bank weg. Wie gesagt, ich mich hingesetzt und habe alle schon geswatcht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Bin ich echt froh, dass ich mir die geholt habe. Und ihr seht halt auch, wenn man nochmal hier Alicia nimmt. Ach komm, wir swatchen auch Michelle. Das ist Michelle. Oh, das bin ich. Und das ist Alicia. Warme Sachen, kühle Sachen. Das hier ist Michelle und das ist Alicia. Da ist alles drin. Also, und das fand ich halt an dieser Palette echt schön, dass die auch ein paar kühle Sachen mit da drin hat. Man kann da auch komplett kühle Looks mitmachen. Nochmal. Ja, das ist die The Choice is Yours Palette von Love aus der Cosnova LA. Und jetzt glitzert mein Arm. Und mein Läppchen sieht aus wie Sau. Aber das funktioniert hier alles noch. Bis auf das Glitzer jetzt. Naja, gut. Genau. Die habe ich mir noch gekauft. Und jetzt kommen Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Starten wir mit Sachen, die ich von meiner Mama geschenkt bekommen habe. Und zwar aus der Essence Prime and Last Daily Diaries LE. Einmal das Jumbo Fixing Powder. Swatche ich jetzt nicht. Was man aber sehen kann, da steht normalerweise May your day be flawless. Das kann man bei mir, seht ihr. Habe ich schon benutzt. Habe ich auch heute benutzt. Finde ich bisher ganz gut. Ja. Ganz normales. Ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung wie das Matte Fixing Powder, kann ich mir gut vorstellen. Und den Blush, den Baked Blush in der 01 You Make Me Blush. Der ist ganz witzig. Als ich den so gesehen habe,
dachte ich so, der geht so in die rosa Richtung, ne? Rosa, ein bisschen, vielleicht einen kleinen Peach-Stich. Ich gehe da ordentlich rein, weil der ist relativ dezent. Da. Da sieht es jetzt wieder peachiger aus. Also der ist, ach Gott, der ist ganz interessant. Ist auf jeden Fall ein natürlicher Kandidat, ne? Falls ihr den hier seht. Hier ist er. Ganz natürlich, aber super schön. Also das ist halt auch so ein Teil, das kannst du drauf machen. Ne? Da brauchst du jetzt keine Angst haben. Den habe ich von meiner Mama bekommen. Und das Puder. Machen wir den wieder runter. Ich drehe mal hier die. Machen wir mal so. So. Und jetzt kommen drei Sachen, die ich von meinem Freund geschenkt bekommen habe. Er beobachtet mich ja auch, wenn ich beim DM bin und guckt immer, was macht die da so. Und ich erzähle mir auch so ein paar Geschichtchen. Genau. Als erstes habe ich von ihm geschenkt bekommen, diese Palette. Die Essence Beautiful Palette. Weil er hat gesagt, das passt. Beautiful. Passt zu dir. Und da hat er natürlich mitbekommen, dass ich da auch immer mal wieder drum rumschlemmenzig bin. Ja. Das ist die mit diesen Tönen. Auch hier ein bisschen Kühle ist mit drin. Ja, also wir haben ja auch schon ordentlich was Warmes, aber so auch ein bisschen was Kühleres drin. Wir swatchen mal. Grey On. True Me. Natürlich Fired Up. Und komm, wir machen nochmal Coffee Talk. Und wir gehen mal mit dem Daumen in Midnight. Das hier ist Grey John, True Me, Fired Up, Coffee Talk und Midnight. Und die sind schon echt gut. Die sind schon schön, ne? Also Essence hat da ordentlich an sich gearbeitet. Ja, gut. Vielleicht sieht es jetzt doch. Also im Fähnchen sehen einige kühler aus, als sie dann geswatcht sind. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr schöne Palette. Mit der man einiges machen kann. Ich finde. Sehr, sehr schön. Die hat er mir geschenkt. Und dann, ja, wie fing die Story an? Die liebe Frau Unfug hat auf ihrem Kanal von der Iconista aus, von Catrice aus der Cosnova LE gesprochen, hat die gezeigt. Und dann ist ja schon eine schöne Palette, ne? Und dann war ich im DM und habe die dann auch mal geswatcht und habe gedacht, ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Palette. Und dann hatte ich ja noch eine Schwester, die Glamazing. Und dann habe ich da mal reingelangt. Ich habe gedacht, oh, die Schwester ist aber auch ganz schön. Und dann hatte ich ja schon die von Love und dachte, boah, jetzt kannst du dich aber nicht entscheiden. Die eine, da ist ein bisschen was zum Ausprobieren drin. Was Neues und die andere ist so pff, mittlerweile, weil ich trage ganz viel warme Looks, mittlerweile bei mir ein No-Brainer geworden. Und dann habe ich mir überlegt, dann gehst du halt nicht mehr in DM. Weil ansonsten kaufst du dir irgendwann beide. Ja. Und dann wurde mir die Entscheidung aber abgenommen, weil mein Freund mir beide gekauft hat. Genau. Einmal die Iconista und die Glamazing. Und die Glamazing habe ich auf dem Lid. Die habe ich heute benutzt. Mit eben diesen Tönen, wo man mal so ein bisschen rumprobieren kann. Und bisher, ich finde den Lidschatten Primer nicht schön, muss ich sagen. Der gefällt mir nicht so. P2 Motown Glam. Aber die Lidschatten an sich sind sehr, sehr schön. Und das sind, ich mach einfach mal mit der weiter, mit der Glamazing. Also das Packaging ist auch der Hammer. Und auch hier, ne? Das ist nämlich die. Und wenn man hier die untere Reihe so ein bisschen zuhält, wirkt die relativ neutral, würde ich sagen. Das sind die Farben, die Farbe reinbringen. Und hier die beiden, die haben Glitzer. Und das ist für mich so, ich benutze ganz, ganz selten solche Farben, weil ich nicht weiß, wie. Und jetzt habe ich aber erstmal den Standard so gemacht und dann habe ich nochmal hier vorne drauf und dann direkt damit. Ich brauchte und hatte dann aber Schiss, dass mir der ganze Kram hier runterbröselt. Und wenn ich mal gucke, können wir auch nochmal gucken,
Nada. Da ist nix. Vielleicht hier, doch hier. Ein Krümmelchen Glitzer. Also entweder habe ich das gut gemacht oder die Lidschatten sind gut. Ich glaube, die Lidschatten sind gut. Also auf dem kompletten Augenlid habe ich hier Attitude und in der Mitte nochmal ein bisschen Chemistry. Chemistry, aber ich finde, ich weiß nicht, wie es in der Kamera jetzt rüberkommt, aber hier sehe ich diesen türkisen Shift auf jeden Fall. Ich habe, wie heißt das denn? Sartorial, den hier, ein bisschen in der Lidfalte und Ball noch ein bisschen oben drüber und Ball habe ich auch am unteren Wimpernkranz. Die habe ich heute benutzt. Ich swatch da mal von den anderen Farben ein bisschen. Hier in dieser Palette ist der hier der matteste. Und dann kommt der und dann kommen die anderen und zum Schluss kommen die beiden Glitzerbomben. Aber das sind so die mattesten. Ich nehme mal Superficial, das ist dieser pinke Ton. Dann nehme ich mal, was nehme ich denn mal? Energetic. Dann nehme ich mal Charming. Und komm, ich nehme mal Royal, das Gelb. Achso, und ich habe Lasterlast. Das ist hier der. Den habe ich im inneren Augenwinkel und unter der Augenbraue. Genau. Also Superficial, Energetic, Charming und Royal. Da. Und ihr seht's, Superficial hat nicht so viel Schimmer wie die anderen. Deswegen ist es so der zweitmatteste. Da. Im Übrigen ist mein Schatz der beste Schatz, der wo es gibt. Ich habe mich da mega drüber gefreut. Und das Witzige war ja, wir waren ja gleichzeitig im DM. Und wollten noch Klopapier kaufen, feuchtes. Und ich habe den irgendwann gesucht. Ich bin durch den kompletten DM gerannt und habe den gesucht. Und ich habe den nicht gefunden. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. In der Zeit stand er an der Kasse und hat die beiden bezahlt und hat mich danach damit überrascht. Ich habe das echt nicht mitgekriegt. Ich habe alles gedacht, das gibt's doch gar nicht. Irgendwo ist der doch hin. Wir nehmen auch nochmal Lasterlast. Dann nehmen wir mal Ambitious. Und ach komm, wir nehmen mal Chemistry. Einen von den glitzernden. Was war das jetzt? Lasterlast, Ambitious und Chemistry. Meine Hand glitzert ja noch nicht genug. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Bei den Glitzernden finde ich tatsächlich, dass die beim Fingerswatch, weil, also, ich mache nochmal Attitude, den blauen, den ich ja sozusagen als Grundlage drauf habe. Da. Ich finde den auf den Augen intensiver, beide, von den Farben her auch, als beim Swatchen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber super, super schön. Ganz, ganz toll. Noch mal ein paar Eindrücke so. Jetzt ist der Weltuntergang auch schon wieder vorbei hier. Sehr, sehr schön. Ja, ja, ja. Zettelchen wieder rein. Klappe zu. Und dann kommen wir zur Schwester der Glamazing, zur Iconista. Und das ist auch tatsächlich schon das Letzte, was ich euch zeige. Aber gut, wir quatschen jetzt auch schon. Ja gut, würde ich jetzt mal meine ganzen Pausen wegrechnen. Dann wären wir schneller vorbei. Jetzt kommen wir noch zur Iconista. Auch hier, ihr wisst es, das ist die. Auch super, super schön. Boah. Wir nehmen, was swatchen wir mal? Wir swatchen mal Aura. Dann nehmen wir mal Muse. Dann nehmen wir mal Hyper Retro. Hatten wir nicht eben schon mal Eleonora?
Nerf-Palette. Moment. Ach nee, Eleanor hatten wir hier. Hier haben wir Eleonora. Naja. Hyper Retro, da war ich gerade. Und dann nehmen wir mal Adore. Das hier ist Aura, das hier ist Muse, das hier ist Hyper Retro und das hier ist Adore. Was bei Aura schön ist, den kann man schön zum Setten vom Lid nehmen. Diese Farben. Und dann machen wir nochmal was. Komm. Und hiermit kann man tatsächlich, also hier hat man auch mattere, also sowas wie Aura, Töne, mit dem man auch was matt. Also die andere Palette ist mehr schimmernd als hier die. Zeige ich doch gerade mal. Independent Spirit. Oh, sind die schön. Ja, da seht ihr es gleich. Madness ist auch so ein Kandidat. Dann nehmen wir aber nochmal Imagination. High Class. Da. Das hier sind so mattere Töne, sag ich mal. Das ist Independent Spirit, das hier ist Madness, das ist Imagination und das hier ist High Class. Da seht ihr das. Die haben zwar auch, aber ich glaube, das ist aufgrund der Textur, weil gebacken. Aber sowas gibt es hier auch. Da gibt es in der anderen Palette, wie gesagt, den blauen und vielleicht noch diesen rosanen. Genau, hier hat man davon ein paar mehr. Das hier ist auf jeden Fall die Iconista, also ein paar Farben der Iconista. Ich finde beide super schön. Wenn man sich davon eine kaufen möchte, man braucht definitiv nicht beide. Aber ich bin ja auch, das ist ja auch mein Hobby und meine Sammlung und ich liebe das. Andere sammeln Briefmarken. Oder weiß der Henker was? Wenn man sich davon jetzt eine kaufen möchte, muss man halt gucken, was sind halt die Farbpräferenzen. Bei beiden steht ja Neutral Color drauf. Es ist aber tatsächlich mit, hier sind 18 legendäre und neutrale Farben und hier sind 80 langanhaltende, glamouröse und neutrale Farben. Die finde ich, wenn man die obere Reihe zuhält, neutraler als die Iconista. Weil die Iconista, ich halte es nochmal bei dem Vergleich hoch. Eine Stunde. So, die Iconista ist durch die Bank weg. Natürlich einzelne Farben, ja. Aber die hat einen relativ warmen Touch. Und hier, wie gesagt, wenn man die Reihe zuhält, ist das auf jeden Fall neutraler, als wenn man hier die untere Reihe zuhält oder die Reihe. Ja, es hat trotzdem immer noch warmen Touch. Also, ja. Das hier sind nochmal beide im Vergleich. Ich finde beide schön. Habe beide auch schon benutzt und getestet. Kann da auf gar keinen Fall irgendwas Negatives dazu sagen. I'm in love. Und das waren ganz, ganz tolle Geschenke. Ja, 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 ja. Auch hier die. Definitiv. Alles sehr schöne Dinge, die ich mir da gekauft habe und bekommen habe. Ja. Ich hoffe, das lange Video hat euch gefallen, trotz des chaotischen der chaotischen Zwischenteile. Jetzt ist wieder heller draußen, das sieht man auch, hier ist auf jeden Fall auch wieder heller. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao!